nun auch wieder zugeschüttet werden. Für mich ist die Frage entscheidend, wie ist der aktuelle Graben zustande gekommen? Ein Freund hat mich unlängst in einem Corona-Gespräch gefragt, wo bist du abgebogen, Christian? Ich habe die Stirn gerunzelt und rückgefragt, bist du dir sicher, dass ich abgebogen bin? Wäre es nicht auch denkbar, dass du abgebogen bist? Bis vor 2 Jahren sind wir parallel marschiert, auf die gleichen Ziele hin. Er war für Klimaschutz, ich war für Klimaschutz. Er war für das Gemeinwohl, ich war für das Gemeinwohl. Er schützte die Grundrechte, ich schützte die Grundrechte. Wir traten sogar gemeinsam für die Stärkung der Grundrechte ein. Für das Grundrecht auf eine intakte Umwelt, für Klagerechte gegen Konzerne, nicht von Konzernen. In den letzten Jahren hat sich die Marschroute bei einem von uns beiden annähernd um 180 Grad gedreht. Und in Gesundheitsfragen gehen wir nicht mehr nebeneinander, sondern auseinander und finden kaum noch zusammen. Die Frage ist aber, wer von uns beiden jetzt plötzlich in die Gegenrichtung rennt. Ich stand vor der Pandemie für die Grundrechte und gegen Diskriminierung. Ich stehe auch während der Pandemie für die Grundrechte und gegen Diskriminierung. Und ich werde ganz sicher auch nach der Pandemie unverändert für die Grundrechte und gegen Diskriminierung einstehen. Einige meiner Freundinnen haben hingegen ihr Wertesystem rekonfiguriert. Sie befürworten jetzt Gesundheitsschutz auf Kosten von Grundrechten und Gleichbehandlung und nennen das Solidarität und Gemeinwohl und fragen mich, warum ich mich vom Gemeinwohl abgewandt hätte. Bitte nicht missverstehen. Ich gestehe Ihnen weiterhin Ihr neues Gemeinwohlverständnis zu. Keine Frage. Ich kämpfe sogar dafür, dass jede unter Gemeinwohl das verstehen darf, was sie will. Aber ich möchte erstens, dass auch mein Gemeinwohlverständnis weiterhin anerkannt wird. Ich möchte zweitens, dass die Regeln, die dem Gemeinwohl dienen sollen, gemeinsam gebildet werden. Und drittens bestehe ich darauf, dass Sie abgebogen sind. Weil Sie plötzlich, und das ist wirklich neu, die Grundrechte und die Gleichbehandlung opfern, dem neuen Leitwert des Gesundheitsschutzes, präziser gesagt, des Schutzes vor einer einzigen Krankheit von vielen. Wenn das nur eine Meinungsverschiedenheit wäre, wäre das nicht weiter schlimm. Die gab es immer, war nicht erfreulich, aber auch nicht tragisch. Aber die Grundrechte und Nichtdiskriminierung sind keine Trivialitäten. Die zählen zu den Grundfesten der Demokratie. Und gerade im Zweifelsfall, gerade im Krisenfall müssen die halten. Für mich bedeutet und hat immer bedeutet Gemeinwohl Gesundheitsschutz, keine Frage, plus Grundrechtsschutz, plus Gleichbehandlung. Und keins von den dreien ist verzichtbar. Immer noch ist die Frage entscheidend, wie es zu dieser Abzweigung kam. Was hat die gesellschaftliche Spaltung ursächlich bewirkt? Meine Antwort und die von vielen anderen lautet Angst. Konkret ein Übermaß an Angst. Weil ich sage natürlich nicht, dass es irrational ist, vor dem Virus oder der Krankheit Angst zu haben. Ich weiß, wie schwer Menschen, und wir alle wissen, wie schwer Menschen getroffen werden können. Ich bin persönlich mit Intensivstationspflegerinnen in Kontakt, die mir erzählt haben, wie furchtbar der Erstickungstod einer Covid-19-Patientin sein kann. Jeder Fall ist zu würdigen. Das Lichtermeer hatte diesen Zweck. Und gleichzeitig gilt auch, in einer Krise lautet die goldene Regel des Krisenmanagements, zuallererst beruhigen und Ängste kalmieren. Wer Angst aufbaut, statt abbaut, errichtet mit den Worten Peter Weibels eine Phobokratie in einer Angstherrschaft. In einer Phobokratie findet kein rationaler Diskurs mehr statt. Und es werden Maßnahmen durchsetzbar, die in einem besonnenen, pluralen und demokratischen Diskurs nicht die geringste Chance hätten. Lockdown, 2G,
oder Impfpflicht. Diese Maßnahmen sind ursächlich für die Spaltung der Gesellschaft verantwortlich. Sie sind drei Stachel im demokratischen Souverän, die gezogen werden müssen, wenn wir zur Normalität, zu einem gesellschaftlichen Frieden zurückrollen. Ein lichter Meer ehrt die Toten. Es ist ästhetisch schön, aber es schließt den gesellschaftlichen Graben nicht. Wer die Spaltung der Gesellschaft beenden will, muss die drei Stachel lösen und Lockdown, 2G und Impfpflicht aufheben. Andere Länder zeigen, dass es möglich ist.